Es ist soweit. Wir sind am Ende unserer Reise angekommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Diese Episode schließt alles ab. Was ist nötig, um den perfekten Spielstand in Feuerrot zu erreichen? Ich werde in den folgenden Minuten verzweifeln, jubeln und innehalten. Über 600 Stunden Spielzeit liegen hinter uns, verteilt über mehrere Spiele, Regionen und sogar Sprachen. Ich kann euch für eure Unterstützung nicht genug danken. Unglaublich, dass es jetzt zu Ende ist. Naja, zumindest in Feuerrot ist es zu Ende. Immerhin stehen noch XD, der dunkle Sturm und Smaragd vor der Tür. Doch eines nach dem anderen. Side Note, heute gibt es leider keine Aftershow-Party, da ich mich aller Voraussicht nach noch in meinem jährlich stattfindenden Donation-Marathon auf Twitch befinde. In diesem bin ich Tag und Nacht online, so lange bis eine von euch gefütterte Uhr auf Null fällt. Kommt gerne vorbei und sagt Hallo. Ach, und noch was. Ich hatte euch ja das Giveaway zu Pokémon Feuerrot in Originalverpackung mit meinem Spielstand versprochen. Jetzt ist es soweit. Wie immer reicht ein Kommentar. Irgendwo habe ich aufgeschnappt, dass erst Kommentare, die mehr als 8 Worte besitzen, vom Algorithmus berücksichtigt werden. Auch wenn das Giveaway dazu nicht da ist, den Algo zu pushen, würde ich das gerne mal testen. Also, wenn ihr mehr als 8 Worte schreiben könntet, wäre das super. Ist aber natürlich nicht Pflicht. Oh, und Abo wäre auch cool. Ebenfalls nicht Pflicht, aber ich habe das Ziel, bis Jahresende 50.000 Abos zu erreichen und würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir das erreichen könnten. Dankeschön. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Kommentaren. So, jetzt aber los. Herzlich willkommen zum Finale meiner längsten Dokumentation aller Zeiten. Herzlich willkommen zu Kantos härtesten und auch dämlichsten Herausforderungen, die mich an den Rand des Wahnsinns getrieben haben. Herzlich willkommen zu The Most Perfect Save State, dem Finale. Die Vervollständigung des Pokédex. Alle 386 Pokémon in Feuerrot zu erhalten, ist wirklich keine leichte Aufgabe. Natürlich haben wir durch unseren Hauptstoryrun schon einige Pokémon abgearbeitet. Verzeiht, wenn ich nicht auf alle Pokémon einzeln eingehen kann. Ich werde mein Möglichstes tun, um diese Aufgabe für euch so ausführlich wie möglich zu gestalten. Beginnen wir zunächst mit den Pokémon, die wir in Feuerrot erhalten und auch entwickeln können. Tausch-Pokémon jetzt mal mit inbegriffen. Diese werden hier in Rot dargestellt. 179 in Summe. Zu beachten gibt es hier nahezu nichts. Und wenn ich nahezu nichts sage, gibt es natürlich kleine Ausnahmen. Die Pokémon Rosanna, Schlurp und Pantimos sind nur durch Ingame-Tausch mit anderen NPCs erhältlich. Denkt bei Bluebella auch daran, dass ihr nur einen Sonnenstein im ganzen Playthrough erhaltet. Verwendet ihn also weise. Auch der Metallmantel, Kingstein, Drachenhaut und Upgrade sind auf 2 limitiert. Ich weiß nicht warum, aber in Feuerrot und Blattgrün kann man diese Items nicht bei wilden Pokémon per Raub nachfarmen. Normalerweise hat zum Beispiel Magneton die Chance, einen Metallmantel zu halten. In Feuerrot wurde dieses Item durch einen Magneten ersetzt. Die Entwicklung von Pokémon zu limitieren, fand ich schon immer verdammt schlecht gelöst und bis heute absolut nicht nachvollziehbar. In den Remakes der ersten Generation ist es aber bedeutend einfacher, an alle 3 Evoli-Entwicklungen sowie Nocturne und Kikli zu kommen. Immerhin könnt ihr diese nun in der Pension auf Island 4 nachzüchten. Da Rabaut sich je nach Statuswert entwickelt, empfiehlt es sich vor dem Training des Pokémon zu speichern und gegebenenfalls mit den Vitaminen aus dem Prismana City Kaufhaus nachzuhelfen. So habt ihr auch in Windeseile das Johto-Pokémon Capoeira in der Tasche, welches ihr erhaltet, wenn Rabaut auf Level 20 die exakt gleichen Werte in Angriff und Verteidigung besitzt. Und wo wir gerade bei den Vitaminen waren, ballert ihr eure Pokémon mit diesen teuren Pillen voll, erhöht sich auch der Freundschaftswert. Das bedeutet, Pokémon wie X-Bud oder Hytera könnt ihr dadurch ebenfalls schnell erhalten. Um noch ein paar Pokémon aus der zweiten Generation abhaken zu können, denkt daran, die Baby-Pokémon Pichu, Pi, Fluffeluff, Cossilla und Elekid zu züchten. Über diese Methode kommt ihr auch an ein Isso, wenn eines der Woingenau-Elternteile das Item Lachsrauch trägt. Eine merkwürdige, aber dennoch coole Eigenheit, die Feuerrot und Blattgrün innewohnt, sind die legendären Beast-Pokémon Raikou, Entei und Suicune. Je nachdem, welchen Starter man gewählt hat, kann eines dieser Pokémon im hohen Gras der Kanto-Region auftauchen, wenn man den Nationaldex von Professor erhalten hat. In unserem Fall ist das also Suicune. Passt jedoch unbedingt auf. Aufgrund eines Programmierfehlers können euch diese Pokémon für immer durch die Lappen gehen. Raikou und Entei beherrschen nämlich Brüller. Habt ihr das Pech und sie setzen es gegen euch ein, endet der Kampf. Was in Generation 2 noch kein Problem war, sorgt hier aber dafür, dass das Spiel denkt, ihr hättet das Pokémon besiegt oder seid selbst geflohen. Dadurch despawnt das Pokémon und kann nicht mehr gefangen werden. Eine wirksame Strategie, um diesem Fehler entgegenzuwirken, ist ein Pokémon mit der Fähigkeit Lärmschutz an erster Stelle. Dann wirkt Brüller nämlich nicht
oder ihr werft einfach gleich euren Meister bei, sofern er noch vorhanden ist. An Nachtara und Psyana kommt man im Pokémon Feuerrot, by the way, leider gar nicht. Da keine interne Uhr vorhanden ist, die die Zeit misst, existiert auch kein Tag-Nacht-Rhythmus. Dieser wäre aber für die Entwicklung erforderlich. Holt euch diese Pokémon einfach über Kolosseum oder Rubin, Saphir und Smaragd. Bevor wir jedoch tiefer in diese Editionen eintauchen, zeige ich euch die versionsexklusiven Pokémon, die man im Blattgrün erhalten kann. Natürlich hier in Grün dargestellt. Abgesehen von den Blattgrün-exklusiven Pokémon Sandan, Vulpix, Knuffenser, Phlegmon, Sterndu, Magmar, Pinsir, Merrill, Traunfugil, Sneebel, Remoraid und Mantax geht es hier natürlich auch darum, die Pokémon zu erhalten, die in Feuerrot durch eine getroffene Wahl verloren gingen. Im Kern sind das die Starter-Pokémon sowie die Fossilien am Mondberg. Ein großes Lob an meine Freundin, die dafür extra nochmal einen kompletten Run durch Blattgrün auf sich genommen hat. Dadurch, dass ihre Starterwahl auf Bisasam fiel, können wir später auch Entei von unserer Liste streichen. Durch Merrill erhalten wir zudem Zugang zum Baby-Pokémon Azurill, gibt dafür einem der Elternteile das Item Seerauch. Nachdem alle Feuerrot- und Blattgrün-Pokémon abgearbeitet sind, misst unser Pokédex 211 gefangene Pokémon. Doch nicht nur das, auch unser Kanto-Dex ist mit 150 zumindest vorerst vollständig. Damit erhalten wir den zweiten Stern auf unserer Trainerkarte. Den ersten bekamen wir schon dafür, Champ der Region zu werden. Doch das ist nicht die einzige Belohnung. Begeben wir uns nun zurück nach Prismania City und sprechen mit dem Programmierer im Game Freak Büro, können wir uns eine Urkunde abholen. Diese bescheinigt die erfolgreiche Vervollständigung des Kanto-Dexes und bildet ein Miraplar sowie ein Dicta ab. Darüber hinaus gibt es aber nichts. Aber wir sind ja auch noch nicht fertig. Es fehlen noch eine Menge Johto- und Höhen-Pokémon. Den Großteil der Pokémon aus Johto erhalten wir aus meinem Kolosseum-Run. Etwaige Vorstufen lasse ich in der Pension nachzüchten. Welche Pokémon zu uns stoßen, markiere ich euch in lila. Was natürlich gleich auffällt ist, dass die Johto-Starter sowie Raikou und Ho-Oh damit für uns quasi erledigt sind. Was insbesondere für den Feuerphönix notwendig ist, habe ich in meinem Most Perfect Save State Video zu Kolosseum eindringlichst geschildert. Kurzum, alle Pokémon erlösen und die Duellberg-Herausforderung schaffen. Klingt simpel, dauert aber Stunden. Den Nebeneffekt, viele andere Pokémon auch aus Höhen damit aber abgrasen zu können, nehme ich dankend an. Das erhöht unseren Pokédex-Counter auf 261. Es liegt nach wie vor viel Arbeit vor uns. Machen wir daher weiter mit Pokémon XD. Und was soll ich sagen? XD, der dunkle Sturm, war für uns nur für ein einziges Pokémon gut, Lugia. Hier in schwarz markiert zeigt ein Spiel, das dutzende Stunden benötigt, um ein Pokémon zu erhalten, fast auf verhöhnerische Art und Weise auf, wie viel Aufwand man in die dritte Generation stecken musste, um den Pokédex zu vervollständigen. Der überwältigende Anteil der noch fehlenden Pokémon beschränkt sich also auf Rubin, Saphir und Smaragd. Hier kamen mir der fast 20 Jahre alte Spielstand auf der Smaragd-Edition meiner Freundin sowie meine eigenen neueren auf Saphir und Rubin sehr zugute. Auch wenn es jetzt so aussieht, als wäre der Dex nahezu komplett per Fingerschnipp gefüllt, war dieses Unterfangen alles andere als einfach. Rubin, Saphir und Smaragd verfügen über viele Pokémon, die man nur dann bekommt, wenn man sich gegen ein anderes entscheidet. Daher ist die genaue Koordination Pflicht und der Schlüssel zum Erfolg. Begonnen bei den Startern müsst ihr bei den Fossilien, Perlus Entwicklungen und Latias Latios die effizienteste Wahl treffen. Gut ist, dass man in Smaragd wenigstens das Wettertrio bestehend aus Groudon, Kyogre und Rayquaza bekommen kann. Da euch hier noch einen Most Perfect Save State zu Smaragd erwartet, möchte ich nicht zu sehr ins Detail gehen. Da müsst ihr leider noch etwas abwarten. Doch ein Pokémon möchte ich dennoch besonders hervorheben. Parshwar. Dieses Pokémon wird einigen von euch bestens bekannt sein. Es ist nur auf ganz bestimmten Wasserfeldern auf Route 119 zu finden. Es dauert locker eine Stunde, bis ihr das Vieh im Ball habt. Und dann entwickelt es sich nur, wenn sein Schönheitswert auf einem bestimmten Level ist. Was das nun wieder bedeutet, erkläre ich nicht im Detail. Wie gesagt, Most Perfect Save States Markt und so. Lasst mich nur eins sagen. Mit einem Opa in einer Vorhalle Beeren zu kleinen, blauen Ernährungsquadern zu klopfen, nur um aus einem Fisch ein Aal zu machen, war nicht wirklich spaßig. Ich weiß, dass alle Höhen-Pokémon hier mehr oder minder in einem Absatz abzufrühstücken erstmal sehr antiklimaktisch erscheint. Ich bitte dahingehend aber um Geduld. Sobald die Zeit für die Smaragd-Dokumentation gekommen ist, werde ich mit derselben Liebe zu den Einzelheiten berichten. So wie ihr es von mir gewohnt seid. Der Pokédex-Counter steht damit auf 382. Vier Pokémon fehlen also noch. Diese sind Mew, Celebi, Jirachi und Deoxys. Nur zwei von diesen vier besonderen Schneeflocken sind heutzutage ohne Hacken erhältlich, Jirachi und Celebi. Ersteres ist recht einfach gemessen an den Standards der dritten Generation. Spielt hierfür einfach das Spiel Pokémon Channel durch und übertragt euch das Pokémon auf eine Saphir- oder Rubin-Edition.
Meine Feuerrot wollte den fliegenden Wurfstern irgendwie nicht haben. Das in Anführungsstrichen Problem: Pokémon Channel ist kacklangweilig. Das Spiel ist definitiv für kleine Kinder entwickelt worden. Ihr müsst nämlich tatsächlich einmal täglich ein paar Pokémon-Programme gucken. Das war's. In dem Spiel, in dem es, oh Wunder, um Pokémon-TV-Kanäle geht, müsst ihr so gut wie nichts selbst tun. In Summe verbringt ihr mit der heutzutage völlig überteuerten Software circa 2 Stunden. Es war aber tatsächlich wirklich mal ganz schön und nostalgisch, die Stimme von Michael Schwarzmeier zu hören. Falls euch der Name nicht sagt, Herr Schwarzmeier ist die Synchronstimme des Erzählers im Pokémon-Anime gewesen. Zum Beginn und Ende einer jeden Episode fasste er zusammen, was gerade so abgeht in der Welt von Ash Ketchum. Und auch in Pokémon Channel können wir seine Stimme im Anime Pichu Bros, einer für alle, hören. Wie gesagt, das Ding ist für Kinder konzipiert. Außer einem gewissen Nostalgiewert kann ich dem Spiel und dessen Anime leider nicht viel abgewinnen. Und nun zum absolut krankesten, was ich je für ein einziges Pokémon getan habe. Kommen wir zu Celebi. Die Psychozwiebel ist ohne Hacken oder Glitches in Generation 3 nur auf eine einzige Methode erhältlich. Über eine japanische Bonusdisk von Pokémon Colosseum. Okay, sagt ihr, dann hol dir die halt. Hab ich. Doch dabei bleibt es leider nicht. Um Celebi freizuschalten, muss man auch das japanische Pokémon Colosseum durchspielen und alle Pokémon von ihrem Kryptostatus erlösen. Also das, was ich schon für Ho-Oh tun musste. Bloß halt einfach nochmal. Und auf Japanisch. Ach so, und auf einer japanischen Gamecube, da die europäische die CD nicht lesen kann. Ahahaha. Ihr seht schon die ganze Zeit im Hintergrund in Zeitraffer meinen Playthrough des besagten Runs. Dutzende Stunden meines Lebens gingen dafür drauf. Doch, ganz ehrlich, es war es wert. Nicht wegen Celebi, nicht weil ein erneuter Run selbst auf Japanisch irgendwie Bock gemacht hat, sondern wegen der Umstände, wie ich an die japanische Nintendo GameCube gekommen bin. Lasst mich dazu etwas ausholen. Ende letzten Jahres habe ich mir in Vorbereitung auf Feuerrot eine japanische GameCube auf eBay gekauft. Preispunkt 40 Euro. GameCube kam an, ich habe sie erstmal verstaut und war froh, schon die entsprechende Hardware zu besitzen. Auch die Colosseum plus Bonusdisk befand sich bereits in meinem Besitz. Als ich dann Wochen später loslegen wollte, stellte ich fest, die GameCube funktioniert nicht. Sie fuhr zwar hoch, doch das Laufwerk schien einen abbekommen zu haben. Die CDs drehten sich nicht. Da zu viel Zeit verstrichen war, um den Artikel zu reklamieren, waren die 40 Euro auch futsch. Okay, das ist natürlich meine eigene Schuld. Immerhin hätte ich ja sofort prüfen können, ob das Gerät auch funktioniert. Frustriert und wütend über mich selbst setzte ich mich also wieder an eBay, um eine neue GameCube zu finden, die japanische Discs abspielen kann. Ich wurde fündig. Dieses Mal jedoch für 100 Euro. Mir fehlten jedoch Zeit und die Nerven, um mich damit noch groß auseinanderzusetzen. Ich kaufte die Konsole und hoffte, dass sie funktionieren würde. Noch bevor die Konsole bei mir eintraf, erhielt ich folgende Nachricht über eBay. Hallo Dennis, vielen Dank für den Kauf und die schnelle Bezahlung. Ich habe soeben die Konsole zur Post gebracht. Bitte beachten Sie, dass Sie den beiliegenden Trafo benutzen müssen, da diese Konsole ein Original aus Japan ist und Japan eine andere Voltanzahl hat. Die Konsole stammt aus Japan, da wir dort gelebt haben. Somit sind Sie der zweite Besitzer. Sie stammt aus dem Nachlass meines Bruders und er war Sammler. Mein Bruder hat seine Sachen immer sehr gemocht und ist damit sorgsam umgegangen. Es ist schön zu wissen, dass seine Sachen wieder eine Verwendung finden und Freude bereitet. Vielen Dank und herzliche Grüße, S. Im Kontext meiner eigenen Geschichte zu Nintendo und Pokémon war ich von dieser Nachricht sehr berührt und wusste zunächst gar nicht, was ich darauf antworten soll, außer einem stupiden Danke. Nach einiger Zeit kam mir aber eine Idee, um für die Aufrichtigkeit und vor allem Offenheit der Verkäuferin einen entsprechenden Dank zu formulieren. Und so fragte ich sie, ob es okay für sie und ihre Familie sei, wenn ich diese Geschichte in diesem Video erzähle und damit ihren Bruder ehre. Immerhin hat er, wenn auch unwissend und passiv, durch den pflegsamen Umgang mit dieser Konsole dazu beigetragen, dass dieses Video überhaupt existiert. Natürlich würde ich das nur tun, wenn ich der Familie damit nicht zu nahe trete. Die Antwort kam recht schnell. Guten Morgen, Dennis. Das passt alles so. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre nette Nachricht. Es freut mich, dass diese Konsole eine so nachhaltige Verwendung findet und ich hoffe, dass sie ihren gewünschten Zweck erfüllt. Mein Bruder ist schon vor einigen Jahren gestorben. Meine Mutter wollte ursprünglich alles wegwerfen, aber so ist es besser und nachhaltiger. Es wäre schön, wenn Sie mir einen Link schicken, wenn Ihr spannendes Projekt abgeschlossen ist. Leider kenne ich mich nicht so gut aus mit diesem Spielkram und vielleicht finde ich einen Zugang über Ihr Video dazu. Als die Konsole dann bei mir eintraf, habe ich sie natürlich sofort ausprobiert. Und sie funktionierte. Auf Nachfrage erfuhr ich, dass der Name des Bruders Thomas lautete. Thomas, danke dafür, dass du Teil unserer Pokémon-Welt warst. Danke dafür, dass du durch deinen Umgang als Sammler dieses wichtige Stück Hardware für die Nachwelt bewahrt hast. Und danke dafür, dass ich die Person sein darf, die diese Konsole zur Erstellung dieser Dokumentation verwenden durfte.
Ich bedanke mich natürlich auch ausdrücklich bei der Schwester von Thomas. Ihre Offenheit hat mich wirklich beeindruckt. Ich hoffe, dass Sie Ihren Verlust mit der Zeit verarbeiten können und wünsche Ihnen und Ihrer Familie nur das absolut Beste. Dankeschön. Und jetzt soll mir nochmal jemand die Frage stellen, warum ich mir das alles auf Originalhardware antue und warum ich mir sowas nicht einfach per Emulator generiere. Diese Art von Zusammenkunft verschiedenster Menschen kann kein Emulator simulieren. Das stundenlange Grinding für ein Pokémon, die unzähligen dummen Herausforderungen und unnötig komplizierten Wege, um ein völlig triviales Ziel zu erreichen, das alles macht es für mich überhaupt erst greifbar. Real und echt. Hätte ich diese Review-Serie mit den Vorteilen eines Speed-Up-Buttons und Hacks über den Emulator deutlich schneller und in besserer Bildqualität liefern und damit in viel früherer Zeit mehr Geld verdienen können? Klar. Aber dann wäre ich nicht Dennis von Carpe Diem, sondern ein anderer YouTuber. Natürlich ist es unterm Strich überhaupt gar kein Problem, etwas zu emulieren. Aber so bin ich nicht, so werde ich nie sein und ich möchte für kein Geld der Welt auf die Geschichten verzichten, die ich während unserer gemeinsamen Reise erlebe. Achtung Floskel, der Weg ist das Ziel. So, nun aber genug Emotionen. Was ist denn jetzt mit Celebi? Nun, nachdem ich Kolosseum erneut mit Thomas' Konsole durchgespielt und alle Pokémon befreit habe, übertrage ich das Telekinese-Gemüse auf eine japanische Rubin-Edition, die ich mir zu diesem Zweck recht günstig geschossen habe. Mit europäischen Spielen kann Kolosseum nämlich ebenfalls nicht kommunizieren. Von dort aus übertrage ich es auf meine Feuerrot und fertig ist die Laube. Nach gut 50 Stunden. Aber gut, bleiben ja immer noch zwei Pokémon, die man nur durch Hacken erhalten kann. Mew und Deoxys. Doch wie bin ich an diese Kollegen gekommen? Es gibt leider keine spiellegale Möglichkeit, um an diese Pokémon zu kommen. Der einzige Weg führt über ein Cheat-Modul, oder? Naja, nicht ganz. Die Antwort? Emulatoren. Warte, was? Du hast gerade einen ganzen Absatz darüber verfasst, warum Emulatoren für dich nicht in Frage kommen und jetzt droppst du ganz casual, dass du doch einen benutzt hast? Was ist nicht richtig mit dir, du Hund? Okay, ich gebe zu, dass das alles erstmal komplett bescheuert klingt. Doch lasst mich erstmal ausreden, okay? Grundsätzlich muss ich vorwegschicken, dass die Pokémon Mew, Jirachi, Celebi, Deoxys, Lugia und Ho-Oh nicht notwendig sind, um die Urkunde im Game Freak Büro zu erhalten. Selbst Professor Eich verzichtet auf diese Pokémon und erkennt an, dass man ihn vervollständigt hat. So viel muss man den Entwicklern also lassen. Allein aus diesem Grund solltet ihr die Methode, die ich verwendet habe, um an Mew und Deoxys zu kommen, als absoluten Bonus verstehen. Mir ist völlig klar, dass es grundsätzlich keine Methodik gibt, die ohne Hacks und Glitches auskommt. Doch ich habe mich dazu entschieden, sie trotzdem in das Video zu packen. Es ist und bleibt ein Bonus, den ihr bewerten könnt, wie ihr wollt. Und hey, ich habe die Pokémon nicht einfach in meine Boxen gehackt, sondern tatsächlich versucht, die Events von damals so originalgetreu wie möglich nachzustellen. Also, Deoxys findet ihren Pokémon Rot auf der sogenannten Entstehungsinsel. Diese befindet sich bei den Sevi-Eilanden und ist sogar auf der Karte sichtbar, sobald man dorthin kann. Die dreieckige Landmasse konnte damals nur über ein Event freigeschaltet werden. Da ich über keine Zeitmaschine verfüge, geht das natürlich nicht mehr. Also, wie habe ich es angestellt? Ich habe mir eine R4-Karte und eine Mini-SD-Karte besorgt. Steckt man beides in einen DS und hat dabei im Game Boy Advance dort ein Pokémon-Spiel stecken, kann man über das Programm God Mode 9i nicht nur seinen Spielstand, sondern auch das ganze Spiel selbst auf die in der R4 steckenden SD-Karte kopieren. Das Programm müsst ihr euch aber noch runterladen und ebenfalls auf die SD-Karte packen. Mit einer einfachen Google-Suche solltet ihr schnell fündig werden. Den kopierten Spielstand zieht ihr dann auf den Rechner, öffnet das Spiel mit einem Emulator und könnt dann, ebenfalls im Internet sehr einfach zu finden, per Cheatcode das Event und das dazugehörige Basis-Item freischalten. Speichert das Spiel, überschreibt den Spielstand auf eurer Originaledition mit dem vom Rechner und voila! Die Möglichkeit, Deoxys zu fangen, so wie Game Freak es wollte. Illegal ist an der Aktion, by the way, rein gar nichts. Weder eine R4-Karte zu kaufen, noch externe Software zu verwenden, um Sicherheitskopien von euren Spielen zu machen, ist in irgendeiner Weise falsch oder nicht rechtens. Lasst euch da nichts einreden. Und ich weiß, dass jetzt Leute schreiben werden, aber wenn du dir die Deoxys und Mew gecheatet hast, dann hättest du dir doch auch einfach Celebi und den Rest ercheaten können. Ich verstehe die Denkweise, aber so tick ich nicht. Wenn ich die Möglichkeit habe, über Original-Hardware an die Pokémon zu kommen, muss ich die Original-Hardware auch verwenden. Das ist eine Regel, die ich mir selbst auferlegt habe und meines Erachtens dazu beiträgt, dass ich überhaupt so authentisch wie nur irgendwie möglich über diese Spiele reden kann. Dann gibt es da noch den Einwand, dass es mittlerweile Content-Creator gibt, die die Event-Verteilungs-ROMs entweder nachgebaut oder gefunden und ins Netz gestellt haben. Also der Software, die damals auch verwendet wurde, um diese Events freizuschalten. I am a Blissey wird da oft genannt. Ich habe diese Videos natürlich auch gesehen und bin zu dem Entschluss gekommen, trotzdem bei meiner Vorgehensweise zu bleiben. Immerhin unterscheidet sich das Ergebnis, also das Freischalten des Events, in keinster Weise von einer Verbindung über Emulator zu einer Verteiler-ROM.
Sorry, wenn es jetzt so technisch wird, ich möchte bloß den Kommentaren vorbeugen, auch wenn ich für eure Hinweise sehr dankbar bin. Lange Rede, kurzer Sinn, das Deoxys sowie Mew Event habe ich per Emulator freigeschaltet und damit zugänglich gemacht. Mir sind andere Methoden bewusst, ich habe mich aber für diese entschieden. Zumal diese für den Großteil meiner Viewerschaft deutlich nachvollziehbarer ist, als erst Event-Distributions-ROMs zu erklären und wie man diese auf dem Rechner verbindet. Bei einem 20 Jahre alten Spiel werden sich diesbezüglich nur die wenigsten Gedanken dazu machen oder auch wollen. Auf der Entstehungsinsel angekommen, treffen wir auf ein schwarzes Dreieck. Interagieren wir damit, wechselt es die Position. Jetzt ist es wichtig, dass ihr mit der niedrigstmöglichen Schrittzahl wieder bei dem Dreieck ankommt und es erneut ansprecht. Jedes Mal wechselt es die Position und scheint die Farbe in Rot zu verändern. Denkt an die Schrittzahl, nehmt den kürzesten Weg und wiederholt den Prozess, bis die Form in der Mitte der Insel zum Stehen kommt. Jetzt solltet ihr speichern. Als nächstes folgt nämlich der Kampf gegen Deoxys und damit eure Chance, dieses mysteriöse Pokémon zu fangen. Die Musik, die während des Kampfes ertönt, ist merkwürdig außerirdisch und gruselig, aber genau das repräsentiert Deoxys ja auch. Den Fangprozess habe ich mir tatsächlich etwas schwieriger vorgestellt. Doch gut, wir sind ja auch bereits völlig überlevelt. Ich finde es trotzdem toll, dass diese Events zumindest etwas Mühe erfahren haben. Heutzutage werden Mythicals ja auch einfach über eine Internetverbindung direkt in eure Box gebeamt. Etwas langweilig geworden das Ganze. Mew können wir ausgerechnet in Feuerrot und Blattgrün nicht per Event freischalten. Dies ist Pokémon Smaragd vorenthalten. Auch hier musste wieder der Spielstand meiner Freundin herhalten. Zwar nicht unter einem Truck, aber dafür auf einer Ferninsel erspähen wir die kleine, putzige Variante von Mewtwo und tauschen diese auf meine Feuerrot. Die Vorgehensweise hierhin zu gelangen verlief analog zu der von Deoxys. Verzeiht, wenn ich auch hier wieder nicht ins Detail gehe, aber ich finde, alles was Smaragd exklusiv ist, sollte auch erst in Smaragd genauer behandelt werden. Außerdem habt ihr dann etwas, worauf ihr euch freuen könnt. Auch wenn ich die Pokémon Ho-Oh und Lugia schon habe, habe ich beim Freischalten des Events auch gleich den Nabelfels freigeschaltet. Dieser beheimatet nämlich die Legendären aus Generation 2. Die Eventverteilung wurde nie außerhalb von Japan und Amerika durchgeführt. Wir sehen hier also auf Deutsch hochgradig illegales Videomaterial. Spaß. Per Geheimticket können wir den Felsen ansteuern und unter die Lupe nehmen. Wirklich viel zu sehen gibt es hier nicht. Die Animation, die spielt, wenn Ho-Oh erscheint und den Himmel erhält, ist ganz cool. Das war's aber auch schon. Hat man Ho-Oh gefangen, finden wir unter dem Phönix das Item Zauberasche. Und damit ist es geschafft. 386 Pokémon von 386 Pokémon wurden in unserem Pokédex registriert. Im Game Freak Hauptquartier erhalten wir dafür das Zertifikat für den Nationaldex. Dieses Mal ziehen Pikachu, Flamly und zwei Bären das seltene Blatt Papier. Doch eine viel coolere Belohnung erwartet uns bei Professor Eich. Kehren wir nach Alabastia zurück und sprechen den Professor direkt an, gratuliert er uns nicht nur zu unserem Erfolg, seine Freude über unsere Errungenschaft äußert sich auch in einem kleinen Tanz. Dieser sehr nuancierte Gefühlsausbruch ist für den eigentlich eher sachlichen Wissenschaftler unüblich, unterstreicht dadurch aber umso besser, wie sehr er sich über die Erfüllung seines Traumes freut. Klar ist das nach wie vor keine greifbare Belohnung, wie zum Beispiel der Schillerpin in Generation 5, doch als Ergänzung zur Urkunde, die man erhalten kann, ist das schon eine Aufwertung. Unterm Strich kommt es ja auch einzig und allein darauf an, dass man es geschafft hat. Den Spaß, den man empfindet, während man den Dexer vollständigt, soll Belohnung genug sein. Und ganz ehrlich, nach mittlerweile 3 Generationen gefüllter Pokédexe bin ich wirklich dieser Meinung. Gut, dass wir gar keine dauerhaft sichtbare Belohnung erhalten, ist nicht richtig. Mit dem Nationaldex erhöht sich nämlich unser Trainerrang. Wir erhalten den 3. Stern auf der ID-Karte, die ihre Farbe nun zu Silber geändert hat. Ich habe für die Entwicklungen, die durch Level-Up ausgelöst werden, by the way, die Schmetter-Sippschaft auf Island 1 genutzt. Das Glücksei war mir dabei eine besondere Hilfe. Es erhöht die erhaltenen Erfahrungspunkte, wenn das Pokémon es trägt. Wie ich an dieses Ei gekommen bin, erfahrt ihr dann in der Alle Items und TMs Sektion. Und wo wir gerade bei der lustigen Jagd nach allen Taschenmonstern sind, lasst mich euch von meiner Reise, den Living Dex zu erstellen, berichten. Diese ist deutlich langwieriger und stupider, als simpel den Pokédex zu füllen, belohnt aber das Auge. Die Vorgehensweise ist, denke ich, klar. Um von jedem einzelnen Pokémon mindestens ein Exemplar zu besitzen, sind viel Training, aber vor allem Zucht notwendig. Da ich durch das Hochleveln der meisten Pokémon ja bereits die Endstufe der meisten Mons habe, beschränkt sich diese Aufgabe überwiegend auf das Produzieren und Ausbrüten von Eiern. Pokémon, die in Anführungsstrichen Zwischenstufen haben, zum Beispiel Bisasam mit Bisaknosp, unterzog ich einem Erfahrungspunkte-Grind in der Top 4, da ich die ja eh noch dutzende Male abschließen muss. Die allermeisten Pokémon entwickeln sich ja aber bereits recht früh zu ihren Zwischenstufen. Lediglich Pupita und Metang haben da etwas mehr Zeit in Anspruch genommen. Das Ausbrüten vieler Pokémon-Eier für den Living Dex trägt zudem aktiv zu einem weiteren Teil unserer 100%-Reise bei, den Angeber-Stickern. Aber auch dazu komme ich natürlich noch.
Euch wird aufgefallen sein, dass ich insbesondere in diesem Segment viele Andeutungen und Querverweise an Aufgaben gedroppt habe, denen wir uns, zumindest in dieser Review, noch gar nicht gewidmet haben. Das hat einen recht einfachen Grund. Denn konträr zur Hauptstory verläuft das Finale des Playthroughs nun nicht mehr linear. Nicht selten schließe ich mit der Erfüllung einer mir gesetzten Quest automatisch einen Teil einer anderen ab. Darüber möchte ich mich natürlich nicht beklagen, wenn es am Ende des Tages Zeit spart. Es kann nur dann und wann dafür sorgen, dass meine Erläuterungen zunächst verwirrend sein könnten. Ich versuche aber so gut es geht in der Spur zu bleiben und am Ende ein sinniges Gesamtbild präsentieren zu können. Zur Erfüllung der Living Dex Challenge gehört für mich auch das Fangen aller Inkognito-Formen. Wo ihr diese finden könnt, hatte ich euch ja bereits gesagt. Die Kammern nach den Buchstaben abzusuchen ist erwartungsgemäß monoton, aber nicht zwangsläufig langweilig. Random Encounter um Random Encounter abzulaufen hat schon fast etwas Meditatives. Denn dabei auf ein Inkognito zu treffen, welches man noch nicht hat, sorgt für einen gerade ausreichenden Dopaminausschuss im Hirn, der zum Weitermachen motiviert. Mit allen 28 Inkognito plus den restlichen 386 Pokémon in der Box stellt sich aber ein ganz anderes Problem dar. Wir haben keinen Platz mehr. In der dritten Generation stehen einem insgesamt 14 Boxen à 30 Plätze zur Verfügung. Also könnt ihr insgesamt 420 Pokémon plus der 6 in eurem Team auf eurem Spielstand speichern. Ziehen wir die 386 Pokémon des Living Dexes plus 28 Inkognito davon ab, verbleiben euch für alle anderen Pokémon lächerliche 6 leere Plätze in den Boxen. Ich musste daher in den sauren Apfel beißen und meine Team-Pokémon teilweise im Living Dex platzieren. Darunter fällt auch Beth Jazos, der sich mittlerweile natürlich zu Porygon 2 weiterentwickelt hat. Okay, aber warum ist es jetzt ein Problem, fragt ihr. Nun, mein Monk-Gehirn stört es ungemein, wenn ich für mein Team Pokémon aus dem Living Dex ziehen muss und dadurch eine Lücke in der ansonsten wirklich schön anzusehenden Sortierung entsteht. Absolutes Luxusproblem, ich weiß. Doch in allen späteren Pokémon-Spielen, in denen ich ein Living Dex erstellt habe, hatte ich genau aus diesem Grund immer ein komplett neues Pokémon rangezüchtet, das da nur dem Zweck diente, im Living Dex zu chillen. Nachdem wir den Pokédex sowohl virtuell als auch in der Realität vervollständigt haben, möchte ich kurz ein paar Momente nutzen, um den Dex selbst zu präsentieren. Hier hat man sich nämlich in Feuerrot besonders viel Mühe gegeben. Natürlich könnt ihr euch euer Lexikon in der klassischen Variante ansehen, und zwar aufgeteilt in Kanto und Nationaldex. Interessant wird es aber darunter. In vielen Kategorien können die Pokémon nach Lebensraum sortiert und begutachtet werden. Und das dann in dieser coolen Ansicht. Die Kategorien sind Gras, Wald, Küste und Ufer, Wasser, Höhle, Berg, Wildnis, Stadt und seltene Pokémon. In der letzten Kategorie landen Pokémon, die in keiner der anderen passen. Getoppt wird das Ganze grafisch mit einer kleinen coolen Grafik im unteren rechten Bildschirmrand. Wer jetzt denkt, dass diese optionale Anordnung der Pokémon einfach ein random Feature ist, irrt. Tatsächlich ist diese eine direkte Selbstreferenz an das 1996 nur in Japan erschienene Buch Pokédex. Dies wurde kurz nach Rot und Grün veröffentlicht und stammt aus den Federn der Pokémon-Erfinder höchst selbst. Auch in diesem Buch sind die Pokémon nach ihrem Habitat angeordnet, doch dabei bleibt es nicht. Ihr könnt euer Sammelsurium auch alphabetisch, nach Elementklassen und Größe und Gewicht sortieren. Das leichteste Pokémon in Generation 3 ist Nebulak, das schwerste Groudon. Bei Größe ist Dicta das kleinste und Wailord das größte Pokémon. Kommen wir nun zur mühsamen Kleinstarbeit aller Items, TMs und Bären. Eins vorweg, in diesem Playthrough habe ich, in Anführungsstrichen, nur die Items und Bären gesammelt, die in Feuerrot und Blattgrün erhältlich sind. Der Grund dafür ist recht einfach. Klar hätte ich alle fehlenden Items aus Smaragd auf Feuerrot karren können. Doch ehrlich gesagt halte ich es für etwas schwachsinnig, all die Gegenstände an Pokémon zu pappen und sie auf die Feuerrot rüber zu hieven. Zumal es recht unspektakulär klingen würde, einfach zu sagen, ja, und dann habe ich alle Items aus Smaragd rübergetauscht, ne? Ich habe einen Kompromiss gefunden, mit dem ihr hoffentlich alle leben könnt. Ich werde alle Items und TMs aus Smaragd bündeln, sobald der Most Perfect Save State dazu startet. So haben wir ganz am Ende unserer ellenlangen Reise den absolut ultimativen Spielstand in der letzten Edition der dritten Generation. Als weiteren Kompromissvorschlag habe ich mir selbst die Auflage gegeben, alle Items, die in Feuerrot erhältlich sind, auch zwingend über diese Edition erhalten zu müssen. Abkürzungen durch Kolosseum, XD oder Smaragd sind also nicht erlaubt. Gibt es das Item in Kanto, muss ich es auch dort holen. Ich denke, das ist fair und sorgt dafür, dass ich wirklich jeden noch so zermürbenden Winkel des Spiels erfasst habe. Und jetzt rückblickend? Gott, ist mein Plan aufgegangen. Ich kann jetzt zwar behaupten, jedes erhältliche Utensil in Feuerrot auch genau dort erfarmt zu haben, doch den Preis, den ich dafür zahlen musste, war hoch. Fast zu hoch. Manche von euch mögen jetzt denken, hä?
Haben wir nicht schon während der Hauptstory alle Items und Beeren gefunden? Tja, nein. Leider nicht. Zwar befinden sich alle sichtbaren und versteckten Items in unserem Besitz, dazu zählen aber nicht die Items, die von wilden Pokémon gehalten oder unter anderen bestimmten Umständen erhalten werden könnten. Ich kategorisiere sie daher unter den entsprechenden Methoden. Begonnen bei kaufbaren Items, mannen wir uns den Weg über Mitnahme-Items zu der schwersten Kategorie Items von wilden Pokémon. Die kaufbaren Items sind in der Theorie schnell erklärt. In Geschäften und vor allem der Rocket-Spielerhalle können wir uns mit allerlei Dingen eindecken. In vergangenen Pokémon Most Perfect Save States habe ich die für den perfekten Spielstand notwendigen Items auf die beschränkt, die nicht nachgekauft werden konnten. Das lag vor allem am sehr begrenzten Platz in der Tasche und dem PC. Mit Generation 2 kam aber eine Mechanik dazu, die uns die Möglichkeit gibt, wirklich alle Items gleichzeitig zu besitzen. Bei besagter Mechanik handelt es sich um das Tragen von Gegenständen durch Pokémon. Muss ich nicht erklären, oder? Ihr habt mich überhaupt erst in der Kommentarsektion darauf gebracht, Items, die nirgendwo anders Platz haben, einfach Pokémon zu geben, die auf der Box chillen. Und wie schon ganz zu Beginn der Review versprochen, habe ich genau das gemacht. Die einfachste Art der nachkaufbaren Items betrifft dabei überwiegend die Heil-Items und TMs, also alle Tränke, Statusheilendes, Vitamine, X-Verstärker, Evolutionssteine und die TMs 05 Brüller, 15 Hyperstrahl, 28 Schaufler, 31 Durchbruch, 43 Geheimpower und 45 Anziehung. Aber auch andere nützliche Items wie Fluchtseile, Schutz und Pokepuppen können wir in Hülle und Fülle nachkaufen. Insbesondere die im Late Game weniger nützlichen Items wie einfache Tränke oder die X-Verstärker möchte ich natürlich nicht die ganze Zeit in meinem Beutel rumtragen müssen. Daher habe ich sie den ersten Pokémon des Living Dexes, also Abyssasam, zum Tragen gegeben. Gegenstände, die zu gewissen Pokémon im Kontext stehen, sind auch bei diesen gelandet, beispielsweise der Blattstein bei Knofensa. Etwas teurer wird es dann in der Rocket Spielerhalle. Gegen Spielemünzen erhaltet ihr wirklich coole Gegenstände und TMs. Aber halt natürlich nur gegen das entsprechende Klimpergeld. Oder ihr erspielt sie euch an den Automaten. Im Late Game des Spiels werdet ihr aber so viele Flocken in der Büchse haben, dass es nicht notwendig sein wird. Kaufen könnt ihr euch hier den Rauchball, die Wundersaat, die Holzkohle, das Zauberwasser, die gelbe Flöte und die TMs 13 Eisstrahl, 23 Eisenschweif, 24 Donnerblitz, 30 Spukball und 35 Flammenwurf. Natürlich knallen diese mächtigen Attacken mit Preisen von bis zu 4500 Münzen besonders rein. Aber mit dem Münzamulett und den Ladies im Ferienparadies ist das wirklich kein großes Ding mehr. Kampfutensilien, wie halt zum Beispiel die Holzkohle, habe ich einfach auf Infernus PC platziert. Diese braucht man im normalen Playthrough so selten, dass sie da gut aufgehoben sind. Beeren zu kaufen gibt es leider nicht. Allerdings könnt ihr die Beeren, die ihr schon habt, in der Beerenmühle zu Pulver zermahlen und bei einem Opa in Azura City gegen Vitamine und bittere Medizin eintauschen. Der Nutzen zu Aufwandfaktor ist viel zu groß, als dass sich das lohnen würde. Und obwohl ich zu Beginn der Review noch etwas anderes gesagt habe, habe ich mich trotzdem mal mit dem Minispiel und den Preisen auseinandergesetzt. Habt ihr mindestens zwei Spieler und die Game Boy Advance Wireless Adapter, könnt ihr dieses Minispiel im oberen Geschoss des Pokémon Centers spielen. Wobei Minispiel vielleicht schon etwas übertrieben ist. Alles, was ihr dabei tut, ist, den A-Knopf so schnell wie nur irgendwie möglich durchzuballern. Je schneller ihr seid und je seltener die verwendete Beere, desto mehr Pulver erhaltet ihr. Perlen vor die Säue, sage ich euch. Die Vitamine könnt ihr, mit Ausnahme von AP+, einfach in Prismania City kaufen. Und bittere Medizin ist komplett sinnfrei, da ihr im Spielverlauf schnell an Gegenstände kommt, die eure Pokémon heilen und sie euch im Gegenzug dazu aber nicht hassen lassen. Höchstens wenn ihr wollt, dass euer Pokémon lieber auf einem Schlachthof landen würde als bei euch, solltet ihr euch die Medizin holen. Ist vielleicht für die Attacke Frustration interessant, mehr aber auch nicht. Und das Seltsame, in Feuerrot und Blattgrün sind die Gegenstände Energiestaub, Heilpuder, Kraftwurzel und Vitalkraut nur über den Puderkreis erhältlich. Unnötig kompliziert, weswegen die meisten von euch vermutlich weder das Minispiel noch den Rentner je gesehen haben. Und das schließt die kaufbaren Items in der Kanto-Region auch schon ab. Kommen wir daher zur nächsten Kategorie, Mitnahme. Die Fähigkeit, die Gegenstände in Mauzis Pfoten spawnen lässt. Welche Dinge die diebische Katze finden kann, hängt von einer vorbestimmten Tabelle ab. Ein Mitnahme-Pokémon wird in Smaragd was anderes finden als in Feuerrot. In Kanto sind es tatsächlich überwiegend Beeren. Damit wollen die Entwickler wohl dem Umstand entgegenwirken, dass man hier keine Beeren nachzüchten kann. Die superhäufigen Beeren beachten wir dabei nicht. Immerhin haben wir davon während unserer Reise schon mehr als genug gefunden. Interessant wird es wegen der TM10 Kraftreserve. Diese erhaltet ihr mit einer Chance von 5%. Besonders wichtig, die 1% Kategorie von Mitnahme. Nur in Feuerrot und Blattgrün erhaltet ihr hier die Kiwan, Mithril, Palm, Wasmel und Duranbeere.
Und was denkt ihr? Wie lange habe ich gebraucht, um an alle 5 zu gelangen? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Es ist nämlich nebenbei beim EV-Training geschehen. Ihr erinnert euch, als ich mit Porygon den Lavandia-Turm Ghostbusters-mäßig durchgelassen habe? Und genau das ist das, was ich meinte, als ich sagte, manchmal bedeutet The Most Perfect Save State auch The Most Efficient. Die Beeren habe ich durch 5 Mortys im Team quasi nebenbei erfarmt. Von den vielen Kraftreserve-TMs mal ganz abgesehen. Und nun kommen wir bereits zur letzten Kategorie in puncto Items, TMs und Beeren. Die Items von wilden Pokémon. In Feuerrot und Blattgrün sind es insgesamt 12, die wir wilden Pokémon abluchsen müssen. Dafür empfiehlt sich ein Pokémon mit der Attacke Raub. Die TM dazu findet ihr bereits im Mondberg. Ich habe die Raub-TM des Spielstandes meiner Freundin geraubt, damit meine schöne 50 TM-Liste nicht darunter leiden muss. Wie bereits im Most Perfect Save State Kristall war diese Aufgabe auch hier besonders kräftezehrend. Und das mal 1000. Wir fangen mit dem einfachsten zu erhaltenen Gegenstand an und arbeiten uns dann hoch bis zur völligen geistigen Kapitulation. Das mit Abstand einfachste Kampfutensil ist der Schwarzgurt. Erinnert ihr euch noch daran, dass ich vor gefühlt 30 Stunden erzählt habe, dass wir zu der Schmetter-Sippschaft zurückkehren werden? Das ist der Grund. Warum auch immer und nur für dieses Item müssen wir uns in einen Rückkampf mit einer beliebigen Schmetter-Sippschaft begeben und die Attacke Raub nutzen, um einem Kampf-Pokémon den Schwarzgurt zu klauen. Und das lässt sich tatsächlich sogar beliebig oft wiederholen. Der Zeitaufwand ist quasi nicht vorhanden. Ich wünschte so sehr, dass es so geblieben wäre. Etwas mehr Zeit müsst ihr für den Granitstein, Hackattack, Bandsticker, Krummlöffel und Magnet mitbringen. Diese könnt ihr mit einer Chance von 5% von den entsprechenden Pokémon klauen, die sie in freier Wildbahn halten. Um mir Worte und Arbeit zu ersparen, sage ich es gleich vorweg. Alle Items, die jetzt noch folgen, haben eine Drop-Chance von 5%. Klar soweit? Granitsteine bekommt ihr von Georok, Hackattack von Ibitak, Bandsticker von Apollo, Krümmlöffel von Kadabra und Magneten von Magneton. Die Encounter-Rate schwankt zwischen 20 und 35%, also in ein paar Versuchen gut schaffbar. Nehmt für den schnellsten Weg ein Sterndu mit der Fähigkeit Erleuchtung mit. Steht es an erster Stelle im Team, verkürzt ihr damit massiv die Zeit, bis euch ein neues, wildes Pokémon begegnet. Mit 15 und 10% Encounter-Chancen folgen Ditto und Knogger. Diese beiden Larrys dauern dann doch ein bisschen länger. Von ihnen müsst ihr den Metallstaub und den Kampfknochen mopsen. Und nun zu den schlimmsten regulären Encountern im Spiel. Zumindest wenn es um Raub geht. Mit einer Chance von 5% trefft ihr auf Omot, Arbok und Sandama in Blattgrün, die ihrerseits zu 5% die Gegenstände Silberstaub, Giftstich und Pudersand mit sich führen. Hier verbringt ihr Stunden, bis ihr fertig mit der Jagd seid. Rein mathematisch betrachtet müsstet ihr jeweils 20 dieser Pokémon mit Raub angegriffen haben, um reicher vom Platz zu marschieren. Doch nur jeder 20. Wild Encounter ist auch das gesuchte Pokémon. Ihr versteht? Es dauert. Macht euch eine Serie im Hintergrund an und versucht euer Glück. Früher oder später wird es auf jeden Fall klappen. Was man nicht zwangsläufig auch von den beiden schlimmsten Items in ganz Pokémon sagen kann. Kennt ihr diese YouTube-Videos? Ihr habt sie bestimmt schon gesehen. Die 10 seltensten Gegenstände in Pokémon. Dieser Gegenstand ist super selten. 151 Shiny-Pokémon in Generation 3 dauern wie lange? Oh wait, der letzte war von mir. Aber egal, das ist nicht der springende Punkt. Worauf ich hinaus will, ist, dass in den meisten Fällen auf Platz 1 vom Glücksei gesprochen wird. Dem Item, das die Erfahrungspunkte, die euer Pokémon am Ende des Kampfes erhält, erhöht. Und im Kern haben die Leute ja irgendwo recht. Das Glücksei ist selten. Wirklich selten. Nur eben nicht das seltenste Item in Feuerrot. Doch eins nach dem anderen. Scharnierer ist das Pokémon, das dieses Ei mit sich führt. Und wer aufgepasst hat und sich ein bisschen auskennt, weiß, dass Scharnierer in ganz Generation 3 nur in der Safari-Zone in Fuxania City anzutreffen ist. Und was darf man in der Zone nicht, was eine Riesenhilfe wäre? Genau, eigene Pokémon einsetzen. Das bedeutet, dass Raub als Strategie komplett raus ist. Wir müssen also allen Ernstes darauf hoffen, einem Scharnierer zu begegnen, es dann auch noch fangen und dann hoffen, dass es ein Glücksei trägt. Die Encounter-Rate in der Safari-Zone ist im Idealfall 4%. Das heißt, von 25 Encountern ist nur eines ein Scharnierer, von dem wiederum nur jedes 20. ein Glücksei durch die Gegend rollt. Und das müssen wir fangen. Und was, wenn ich euch jetzt sage, dass das immer noch Jammern auf hohem Niveau ist? Denn im hohen Gras der Safari-Zone kann man sich zwei Tricks immer noch zunutze machen. Zunächst wäre da das Sterndu, welches mehr Pokémon erscheinen lässt. Außerdem könnt ihr den Schutztrick anwenden. Was ist das nun schon wieder? Der Eierbecher der Hölle erscheint im hohen Gras immer auf Level 26. Da wir das wissen, können wir ein Pokémon an die erste Stelle des Teams setzen, welches ebenfalls über dieses Level verfügt. Das verhindert dann nämlich automatisch Aufeinandertreffen mit Paras und Owei, die auf den Leveln 23 und 25 gefunden werden können. Sie werden durch den Schutz quasi ausgefiltert.
auch wenn ihr keine eigene Pokémon hier einsetzen dürft. Wenn ihr keinen Bock darauf habt, Sterndu auf Level 26 zu trainieren, um es an die erste Stelle setzen zu können, lasst es einfach vorher im Kampf besiegt werden und setzt ein Pokémon auf Level 26 an die zweite Stelle. Dadurch aktiviert sich Sterndus Fähigkeit trotzdem und ihr könnt den Schutztrick anwenden. Und wisst ihr was? Am Ende dieser Sektion werden ein paar von euch denken, dass ich gecheatet habe. Aber wisst ihr noch was? Das wird mir egal sein. Ich hab's gemacht, ich war dabei und ich weiß, dass es legit ist. Doch warum sage ich das? Nun, bereits nach dem vierten Scharnierer halten wir das Glücksei in Händen. Ich konnte mein Glück kaum fassen und fühlte mich wie auf Wolke 7. Wie unwissend und naiv ich war. Das letzte Item, welches wir von einem Pokémon erhalten müssen, ist nämlich noch viel, viel seltener als das Glücksei. Mit einer Encounter-Rate von 1% stehen die Zeichen schon mal schlecht. Doch noch viel schlimmer, jeder der von mir genannten Tricks funktioniert bei diesem Pokémon nicht. Kein Raub, kein Sterndu, kein Schutztrick. Das seltenste Item in Feuerrot und möglicherweise in ganz Pokémon ist der Drachenzahn von Dragonir. Wilde Dragonir erscheinen, wie gesagt, zu 1%, wenn man in der Safari-Zone angelt. Das bedeutet, elendig lange Zeit zwischen Encountern verstreichen zu lassen, weil man sich die dumme Angelanimation angucken muss und selbst wenn man der Schlange begegnet, nur eine verschwindend geringe Chance ist auch zu fangen. Die Fangrate ist vergleichbar mit der Scharnierers. Was bedeutet diese Theorie in der Praxis? Erstens begegnet man pro Stunde einem maximal zwei Dragonir. Davon fängt man im Durchschnitt nur jedes dritte, weil der glorifizierte Regenwurm gerne mal in Runde 1 flüchtet. Macht summa summarum alle 3 Stunden ein Dragonir. So war es zumindest bei mir. Und was haben wir gelernt? In der Regel benötigt es 20 gefangene Exemplare, bis man einen Erfolg verzeichnen kann. Also plant realistisch betrachtet 60 Stunden für diese Jagd ein. Wie lange hat es bei uns gedauert? Circa 9 Stunden. Ja, nur ein Bruchteil von dem, was ich gerade sagte. Bereits das dritte Dragonir, abgesehen von dem, welches wir für den Pokédex gefangen haben, führte das Beißwerkzeug mit sich. Versteht ihr jetzt, warum man denken könnte, dass ich den Spielstand manipuliert habe? Ich war in dem Moment, in dem ich realisiert habe, dass diese Jagd endlich vorbei ist, so hype, dass ich meine Freude mit euch teilen wollte. Dabei habe ich leider das falsche Mikro angehabt, weil ich so verpeilt war. Darf ich präsentieren? Den Videoclip, den ich liebevoll Freude in Cola-Dosenqualität nenne. Hallo? Oh, ich bin da. Oh, guckt euch das an. Guckt euch das an. Oh, Baby, 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 Baby. Ah, let's go. Yes. Yes. Oh Gott. Es hat mich 1500 Encounter mit der Angel in der Safari-Zone gekostet. Und 15 Encounterten Dragonir. Das ist jetzt mein... Achso, das ist auf meinem... mit der auch die Musik hat. Ich nehme das gerade von meinem DS auf. Drachenzahn. Zum Kotzen. Ich schwöre. Zum Kotzen das Ding. Und endlich habe ich ihn. Ich habe ihn! Let's go! Ich habe 9 Stunden nichts anderes gemacht als das hier. Ich habe nebenbei einen Counter laufen lassen. Ich raste aus. Ist das der erste dokumentierte Fall von Drachenzahn auf YouTube? Oder generell? Das hier. 9 Stunden, fast 10. Und ich war mir so sicher, ich würde noch viel länger brauchen. Dazu kommt dann noch ein eigenes Video. Ja, ich habe keine Lust mehr, danke. Speichern! Oh, ist das Hammer. Oh, ist das geil. Ich raste aus. Okay. Ich will mal gucken. Ich glaube, ich musste 4 Dragonir fangen. 4 oder 5. Was halt ein verdammt geiler Schnitt ist. Make no mistake. Oh, ist das Hammer. Oh, ist das geil. Ich dachte, ich bin hier die nächsten 100 Stunden. Denn statistisch gesehen hätte es ungefähr 100 Stunden dauern müssen, bis ich ein Dragonir mit Drachenzahn bekomme. Oh Gott, ich raste aus. Yes! Ich muss aufpassen, dass die Aufnahme nicht zu lang wird für Twitter. Oh, Hammer. Ich raste aus. Okay. Wir gucken mal. Das ist ein Dragonir. Das sind aber noch lange nicht alle. Ich glaube 5. Nur 4? Never. Das wäre großes Glück.
Also, vielleicht zur Erklärung: Dragonair hat eine Spawn Rate von 1%. Und dann sind 5% Wahrscheinlichkeit für, dass es einen Drachenzahn hält. Das heißt, eigentlich hätte ich erst nach 20, ist meine Mathematik gerade richtig, frühestens nach 20. Und hier ist mein Glücks-Eischanera. Frühestens nach 20 Dragonier 1 haben müssen. Oh, geil. Ich kotze im Strahl und mich selbst komplett voll. Vor Glück, natürlich. So, speichern wir die Örtel. Ah, es spoilert jetzt natürlich ein bisschen für alle, die mich hier so verfolgen. Für Most Perfect Safe State und so. Aber, oh, geil. Ich bin glücklich. Danke, das war's. Tschüss. Und damit haben wir alle Items aus Feuerrot offiziell in der Tasche. Und ganz ehrlich, 95% der Jagd haben auch wirklich Spaß gemacht. Es sind die letzten zwei Items, die mir im Vorfeld massiv Kopfzerbrechen bereitet haben und an die ich mich auch jetzt noch nicht gerne zurückerinnere. Und bedenkt, ich hatte unverschämtes Glück. Das, was hier an Zeit verloren ging, muss man unter normalen Umständen verdoppeln, wenn nicht verdreifachen. Behaltet das immer im Kopf, wenn ihr euch etwas ähnlich Grausames antun wollt. Und wo wir gerade noch in der Item-Kategorie sind, lasst mich die Gelegenheit nutzen, um mit euch über die Ruhmes-Datei zu sprechen. Dem Basis-Item, welches wir von Zogdick in Azura City erhalten haben. In dieser werden Daten zu berühmten Persönlichkeiten der Kanto-Region gespeichert. Diese sind Professor Eich, Sarah Eich, die 8 Arena-Leiter, die Top 4, Bill und Mr. Fuji. Was einem als erstes ins Auge fällt, ist, dass man sich die Sprites zu den jeweiligen NPCs angucken kann. Bei den Personen, denen wir eh im Kampf begegnen, ist das nichts Besonderes. Doch Professor Eich, Sarah Eich, Bill und Mr. Fuji sieht man über die Ruhmes-Datei ebenfalls in ihren Trainergrafiken, wenn sie denn Trainer wären. Die Aufgabe des Spielers ist es nun, verteilt in der ganzen Region Informationen zu den aufgelisteten Personen zu finden. Sei es nun durch Interaktion mit NPCs oder Pokémon-Journals, die man in Bücherregalen finden kann. Die Informationen werden automatisch in der Datei gespeichert und können dann jederzeit nachgelesen werden. Hat man alle 6 Schlüsselinformationen zu einer Person gesammelt, hinterlässt diese eine Nachricht für den Spieler. Diese werde ich euch gleich nach und nach vorlesen. Wenn ihr euch selbst auf die Suche nach den Informationen machen wollt, tut euch keinen Zwang an. Ich werde hier nicht jede einzelne Info samt Örtlichkeit auflisten. Lasst mich euch nur einen Tipp geben. Fangt mit der Suche erst ganz am Ende des Spiels an. Denn bereits besuchte NPCs können plötzlich neue Informationen für euch haben. Teilweise spawnen sogar komplett neue Leute nach Erhalt des Nationaldexes. Ich habe den Fehler gemacht, zu glauben, dass mir das Spiel so etwas nicht antun würde und alte Orte wie Alabastia komplett außer Acht gelassen. Immerhin haben wir ja damals schon mit allen dort gesprochen. Dass aber ein NPC in Eichs Labor plötzlich komplett seinen Dialog ändert und dem Spieler erzählt, dass Eich bald eine Radioshow starten wird, nette Anspielung an Generation 2, kann ja keiner ahnen. Ebenso wenig wie, dass auf Island 2 plötzlich eine Tusnelda mehr rumläuft, die ebenfalls Infos für die Ruhmes-Datei hat. Oder, und das finde ich am schlimmsten, dass manche Charakter mehrfach angesprochen werden müssen, um alle Informationen zu erhalten. Diese Art der Interaktion, also das mehrfache Ansprechen für neue Inhalte, ist in Pokémon so selten, dass man diese Möglichkeit gar nicht in Betracht zieht. Stimmt's, Celio? Wenn ihr aber eure Augen offen haltet, meine Tipps beachtet und immer schön jedes Bücherregal abgrast, solltet ihr nichts verpassen. Abgesehen von den Direktnachrichten für den Spieler erhalten wir für die Vervollständigung keine Belohnung. Ihr verpasst also kein cooles Item oder so. Lasst mich nun die besonderen Nachrichten für den Spieler verlesen. Professor Eich. Warum strengen sich Pokémon im Kampf so für dich an? Weil sie deine Liebe und Hingabe ihnen gegenüber spüren. Das darfst du nie vergessen. Sarah Eich. Während ich meine Teepause genoss, bist du stark und geschickt geworden. Ich hoffe, du bist auch in Zukunft ein guter Rivale für meinen Bruder. Rocco. In unserer großen Welt muss es viele starke Trainer geben. Lass uns weiterhin hart trainieren, um noch stärker zu werden. Misty. Ich möchte hier in dieser Arena trainieren. Wenn ich besser bin, möchte ich hinaus in die weite Welt. Major Bob. Hey, Kitty. Du hast mich in unserem Kampf gefritzelt. Uff. Ich wusste nicht, dass es so mutige Trainer wie dich gibt. Dadurch habe ich meine Meinung über dich geändert. Erika. Ich bin so froh, dass es solch starke Trainer wie dich gibt. Allein diese Tatsache inspiriert und motiviert mich, noch mehr zu trainieren. Bitte komm wie... Koga. Du und ich, wir beide müssen unsere Ziele höher stecken und an unseren Herausforderungen arbeiten. Nun muss ich meine Tochter trainieren. Wo Koga gerade seine Tochter Janina erwähnt, wir können sie nach Erhalt des Nationaldexes sogar in Fuxana City am Zoo antreffen. Ihr Dialog ist aber etwas mau und dient nur der Ruhmes-Datei. Sabrina?
Die Liebe, die du für deine Pokémon empfindest, diese Kraft wurde nie von meiner Psykraft besiegt. Pyro? Meine Feuer-Pokémon, sie werden noch stärker. Und nun ein Quiz. Wie viele unterschiedliche Feuer-Pokémon gibt es? In Generation 3? Zu wenig. Giovanni? Es gibt nichts, was ich dir sagen möchte. Ich konzentriere mich ausschließlich darauf, mich zu verbessern und niemand sonst. Lorelei? Ich muss dir für deine Hilfe danken, aber das hat mit unseren Kämpfen nichts zu tun. Nimm dich beim nächsten Mal gefälligst in Acht. Bruno? Die unbändige Kraft von dir und deinem Pokémon habe ich bereits kennengelernt. Beim nächsten Mal sollte ich dir vielleicht zeigen, wie du dein Training gestalten solltest. Agathe? Wenn du älter wirst, darfst du nicht so ein Weichei wie dieser Knacker Eich werden. Sei wie ich und kämpfe weiter. Siegfried? Ich denke darüber nach, in meine Heimatstadt zurückzukehren. Ich möchte meine Drachen-Pokémon wieder trainieren und sie verbessern. Ich möchte, dass du mich auch mal in meiner Heimatstadt besuchst. Mit der Heimatstadt meint Siegfried hier by the way Ebenholz City in Johto. Dort, wo man in Gold, Silber und Kristall seinen achten Orden erhält und gegen Siegfrieds Cousine Sandra antreten muss. Bill? Bill! Na logo! Ficken! Hey! Silu hat dich in höchsten Tönen gelobt. Das macht mich glücklich. Zeigst du mir seltene Pokémon, wenn du welche gefangen hast? Und Mr. Fuji? Anstatt ausschließlich an das Wohlbefinden deiner Pokémon zu denken, kann ich dich überzeugen, an das Glück aller Pokémon zu denken? So, für alle fünf, die sich noch an meine Anmerkung zur Forscher Ingo erinnern, jetzt ist euer Moment gekommen. Vielen Dank für eure Geduld. Sucht man Ingo nämlich etwas später wieder auf und spricht mit ihm, droppt er einfach die Bestätigung einer Theorie, die damals in aller Munde war. Er sagt wortwörtlich, du bist nicht das Kind von Giovanni. Sein Kind ist rothaarig. Für alle, die noch nicht wussten, dass es längst bestätigt ist, aber die Gerüchte von damals noch im Ohr haben, gemeint ist hier der Rivale aus Generation 2, Silber. Oder wie ich ihn genannt habe, Zugdick, respektive rothaariger Wutbürger. Was heutzutage unter den meisten Pokémon-Fans bestens bekannt ist, nämlich dass der Bub tatsächlich Giovannis Spross ist, war damals, also in Feuerrot und Blattgrün, längst nicht so offensichtlich. Hier einfach von einem Random-Ass Ingo die Bestätigung zu bekommen, finde ich schon sehr faszinierend. Die Info ist, by the way, der 6. Eintrag für Giovannis Rubens-Datei, weswegen ich sie hier erwähne. Informationen, um die Datei zu vervollständigen, könnt ihr im Übrigen nicht verpassen, also keine Sorge. Jeder NPC ist für die Dauer des kompletten Spielverlaufes auffindbar. Wusstet ihr eigentlich, dass in der Karte versteckte Bonusinformationen zu finden sind? Diese haben nichts mit der Ruhmesdatei zu tun, aber ich wollte sie dennoch mal erwähnen. Öffnet hierzu einfach die Karte, die ihr von Sarah Eich in Alabastia erhalten habt und geht mit dem Cursor auf die blauen Punkte. Drückt ihr nun den A-Knopf, könnt ihr ein paar Sätze zu der jeweiligen Location abrufen. Sicherlich nichts Weltbewegendes und großartig Easter Eggs sind da jetzt auch nicht versteckt, aber ich denke, dass ich nicht der Einzige bin, der das sehr spät herausgefunden hat. Als Pokémon-Fan der ersten Stunde kenne ich Kanto in- und auswendig und öffne eigentlich nie die Karte. Tut euch den Gefallen und guckt es euch mal an. Allein die Grafiken, die ihr dort zu sehen bekommt, sie werden euch auch angezeigt, wenn ihr die jeweiligen Orte betretet, sind wirklich schön. Lasst mich an der Stelle auch nochmal den Einwand von ein paar von euch in der Kommentarsektion aufgreifen. Es geht im Kern um die Attackentutoren und dass ich sie nicht nutze. Also die Kollegen, die mir immer random Schwerttanz beibringen wollen. Ich kann verstehen, wie euch das triggert und weswegen ihr dann nicht so sehr das Gefühl habt wie ich, dass es sich noch um einen perfekten Spielstand handelt. Ich möchte mal versuchen auszuformulieren, wie ich dazu stehe und warum ich felsenfest davon überzeugt bin, dass die Nutzung dieser NPCs den Spielstand weniger perfekt machen, anstatt das Gegenteil zu bewirken. Die Move-Tutoren sind in meinen Augen eigentlich nur fleischgewordene TMs. Ihre Dienste in Anspruch zu nehmen, würde bedeuten, dass ich sie auf dem Spielstand nie wieder nutzen kann. Der Zugang zu zum Beispiel Body Slam wäre verloren. Etwas, was bei den TMs nicht der Fall ist. Diese kann ich mir im schlimmsten Fall einfach von einer anderen Edition rübertauschen oder, falls möglich, nachkaufen. So geschehen bei den TMs Erdbeben, Raub und Aquawelle. Den Luxus habe ich mit den NPCs nicht. Oder lasst mich einfach die Gegenfrage stellen, wäre mein Most Perfect Spielstand noch perfekt, wenn ich das Item AP Top verwendet hätte, ohne die Möglichkeit es mir aus einem anderen Spielstand zu beschaffen? Ich glaube, die meisten würden sagen nein. Und so sehe ich das auch. Falls ihr eine andere Denkweise dazu habt oder einfach gerne darüber debattieren wollt, tut das gerne in den Kommentaren. Ich bin sehr auf euer Feedback gespannt. Und das schließt die Rubrik Items, TMs und Bären ab. Viel bleibt nicht mehr bis zum Ende dieser Dokumentation. Als nächstes widmen wir uns den Stickern des Angebers und dem goldenen Trainerpass. Diese ominösen Sticker habe ich ja bereits bei unserem ersten Besuch auf Island 4 angeschnitten.
Das Prinzip ist recht einfach erklärt. In drei Kategorien müssen wir jeweils Außergewöhnliches erreichen, um einen Sticker auf unserem Trainerpass zu bekommen. Also drei in Summe. Die Farbe der Sticker unterscheidet sich dabei, je nach Härtegrad unserer schleichenden Hirnfäule. Ja, ihr habt richtig gehört. Um diese Aufgaben abzuschließen, muss es nämlich zappenduster im Oberstübchen sein. Fangen wir mit der schlimmsten Disziplin an, der Ruhmeshalle-Herausforderung. Um hier den schwarzen, also besten Sticker zu erhalten, müssen wir sage und schreibe 200 Mal die Top 4 samt Sockdick bezwingen. Ich sage es nochmal, 200 Mal. Das ist normalerweise die Art von Aufgabe, die dir der kleine, mental sehr stark ausgereizte Tim auf dem Schulhof auftischen wollte. Hey, wusstest du schon, dass wenn du 200 Mal die Pokémon-Liga geschafft hast und Owei in deinem Team ist, sich das Owei zu Mew entwickelt? Ich weiß das, mein Onkel arbeitet für Nintendo. Brauchst du mir ja nicht glauben, wenn du nicht willst. Gott, Tim. Halt einfach die Backen und dichte dir die Lippen bitte endlich mit 2K-Kleber ab, ja? Ihr merkt vielleicht, wie oft ich damals auf dem Schulhof mit dieser Art Mensch zu tun hatte. Aber dieses Mal bringt es leider nichts, klein Timmy die Fressluke mit Bauschaum auszustopfen. Denn es stimmt wirklich. Wir müssen 200 Mal durch die Liga laufen. Zu diesem Zweck habe ich mir das Mewtwo mit dem perfekten Wesen gefangen, es EV trainiert und per RTM Eisstrahl, Donnerblitz und Aquawelle beigebracht. Psychokinese konnte es schon. Jetzt fehlt nur noch ein peppiger Name für dieses Wesen, dessen bloße Existenz auf Hass aufbaut und welches, zumindest in diesem Kontext, schlimm zweckentfremdet wird. Ja, ich hab's. Heißt Twitter herzlich willkommen. Aber das heißt jetzt X! Ja, am Arsch heißt das jetzt X. Capri-Sonne ist für mich auch immer noch Capri-Sonne und nicht Capri-Sun, verdammte Axt. Das zeigt by the way sehr gut, wie lange ich schon an dieser Review arbeite. Als ich das Mewtwo nämlich so genannt habe, hieß X wirklich noch Twitter. Und Twix Rider. Nein, das würde jetzt zu weit gehen. Naja, wie dem auch sei. Zusammen mit meinem perfekt EV trainierten Mewtwo namens Twitter auf Level 100 habe ich mich dutzende Stunden durch die Top 4 geboxt. Wieder und wieder und wieder und wieder. Dabei habe ich manchmal nebenbei eine Serie geguckt, Westworld kann ich da sehr empfehlen, meinem Ohrwurm nachgegeben und diesen Hammer-Pop-Song aus den 80ern geballert, ja, den ihr gerade im Hintergrund hört, lasst mich, ich spiele gerade GTA Vice City, oder auch Pokémon mit EP-Teiler mitgenommen, um diese für den Living Dex zu entwickeln. Und selbst bei dieser monotonen Aufgabe gibt es Möglichkeiten zur Zeitersparnis. Erstens ist es wichtig, dass euer Pokémon sehr stark ist, Zugang zu vielen verschiedenen Attackentypen, im Idealfall Eis, Elektro, Wasser und Psycho, und Level 100 erreicht hat. Natürlich auch, damit es jeden Gegner der Liga one-shotten kann. Langfristig ist es aber auch von enormem Vorteil, wenn die Textbox, die die Erfahrungspunkte preisgibt, nicht mehr erscheint, was ihr halt nicht tut, wenn ihr schon Level 100 seid. In Bezug auf Stärke ist die neue Top 4 nicht mit der alten zu vergleichen. Die Level sind nochmal deutlich angestiegen. Außerdem verwenden eure Gegner neue Pokémon, teilweise auch aus Johto. Insbesondere Sockdicks Despota kann sehr nervig sein. Besonders auch deswegen, weil sein automatisch startender Sandsturm zusätzlich reale Zeit durch Textboxen und Animationen kostet. Ach ja, Animationen, macht die bloß aus. Spart mindestens 40% Zeit pro Run. Des Weiteren ist es nicht notwendig, sich die Credits anzusehen, sobald man Sockdick besiegt hat. Ihr könnt das Spiel sofort, nachdem in der Ruhmeshalle gespeichert wurde, soft resetten. Ihr startet dann in Alabastia und könnt sofort wieder hoch zum Indigo-Plateau fliegen. Und mein letzter Pro-Tipp? Stellt die Tastenbelegung eures Game Boy Advance in den Optionen von Pokémon um. Dort könnt ihr nämlich einstellen, dass der L-Knopf wie der A-Knopf behandelt wird. So könntet ihr Pokémon buchstäblich mit links spielen. Der Rest ist Geduld. Ich wünschte, es gäbe eine Lösung, um nicht 40 Stunden eures Lebens in solch eine triviale Aufgabe zu versenken. Doch ihr werdet nicht drumherum kommen. Ich habe mal grob die Zeit gestoppt. In einem perfekten Run mit Mewtwo, in welchem es jedes gegnerische Pokémon mit einem Schlag besiegt hat, ohne Animation und auf Level 100, habe ich für einen Run grob 11 Minuten gebraucht. Das sind auf 200 Durchgänge grob gerechnet 36 Stunden. Berechnet ihr eine Toleranz für Fehler und Idle Time ein, werdet ihr bei 40 Stunden rauskommen. 40 Stunden das, was ihr schon die ganze Zeit auf dem Bildschirm sehen könnt. Fun Fact: Ihr könnt euch auf eurem PC nur die letzten 50 Ruhmeshalle-Einträge ansehen. Mehr speichert das Spiel nicht ab. Adieu, erster Ruhmeshalle-Eintrag. Und das alles für einen schwarzen Sticker auf einer Karte. Wobei das nicht ganz stimmt. Wisst ihr, Lorelei scheint ein recht zartes Gemüt zu besitzen, selbst wenn sie sich eiskalt gibt. Die Entwickler haben in ihrem Haus ein tolles Easter Egg eingebaut. Alle 25 Mal, die ihr die Top 4 absolviert, erscheint in ihrem House of Island 4 eine Pokepuppe. Man kann also, wenn auch indirekt, in Feuerrot sogar Puppen sammeln. Die allermeisten Stofftiere haben wir einfach in Form von lebenden Pokémon während unserer Reise schon gesehen. Deswegen ist das grafisch jetzt eigentlich gar nicht so ein Knüller.
Ich finde aber die Vorstellung todeswitzig, dass Lorelei jedes Mal, wenn sie wieder von Twitter durchgelassen wurde, darüber nachdenkt, sich eine neue Puppe zu kaufen, um darauf klarzukommen und nach der 25. Klatsche dann nicht mehr widerstehen kann. Und jetzt stellt euch mal vor, sie würde herausfinden, warum wir das Ganze überhaupt machen. Junge, warum kommst du hier im Viertelstundentakt rein und malträtierst meine Pokémon? Ich komme mit dem Hallen ja schon gar nicht mehr hinterher. Sticker. Die Puppen, die am Ende ihr ganzes Haus ziehen, sind Pummeluff, Knuddeluff, Fleckmon, Lamus, Jurob, Anton, Pikachu, Nidoran männlich und weiblich, Ibitak, Tauboss, Mauzi, Chanera und zu guter Letzt, ja, es ist auch die letzte Puppe, die in ihrem Haus auftaucht, Lapras. Die große Lapras-Puppe kennen wir bereits aus Pokémon Gold und Silber. In Feuerrot ist es die einzige Möglichkeit, diese Grafik so zu Gesicht zu bekommen. Mit dem ersten schwarzen Sticker auf dem Pass und Lorelei in einer Sinneskrise können wir uns nun dem zweiten Sticker widmen. Hierfür müssen wir 300 Eier ausgebrütet haben. Gemessen an heutigen Standards mag das klingen wie ein Witz. Doch damals tickten die Uhren noch ganz anders. Die Schritte, die zurückgelegt werden müssen, damit ein Ei schlüpft, waren deutlich höher als heutzutage. Abgesehen davon haben Hilfsmittel wie der Ovalpin und Flammkörper noch nicht existiert. Der Ovalpin erhöht die Chance, dass ein Ei schneller in der Pension auftaucht und Flammkörper ist eine Pokémon-Fähigkeit. Befindet sich ein Pokémon mit Flammkörper im Team, halbiert das die Schritte, die zum Schlüpfen notwendig sind. Flammkörper hat aber leider erst ab Pokémon Smaragd diesen Effekt. Wir sind also auf den guten, alten Retro-Grind angewiesen. Gut 150 Eier hatte ich bereits im regulären Playthrough ausgebrütet, als ich mir Just for Fun und für den Trainerturm ein kompetitives Lapras sowie Mediti und Libeldra gezogen habe. Wobei kompetitiv jetzt etwas übertrieben formuliert wäre. Ich habe eigentlich nur auf ein gutes Wesen gehofft. Weitere 100 Eier entstanden allein durch den Living Dex, sodass nur noch rund 50 Eier übrig blieben. Diese habe ich dann einfach mit Carpador gezüchtet und zum Schlüpfen gebracht. Warum Carpador? Weil der coolste Fisch aller Zeiten am wenigsten Schritte braucht, um aus seinem ovalen Kalkgefängnis auszubrechen. Damit bekommen wir den zweiten schwarzen Sticker. Das letzte Stück Klebepapier ist mit Abstand am schnellsten zu erlangen, wenn man 2 Pokémon-Editionen und 1,5 Stunden Zeit hat. Man erhält ihn, wenn man 100 Kämpfe gegen Freunde gewinnt. Und auch da musste wieder der Spielstand meiner Freundin herhalten. Ich nahm von ihrem Spielstand einfach ein schwaches Pokémon und habe es dann mit meinem 10x10 schlimm verprügelt. Todlangweilig, aber nach 40 Stunden Top 4 wollte ich einfach nur noch fertig werden mit dieser dämlichen Aufgabe. Der Angeber ist völlig außer sich und sprachlos, ich fühle mich kacke, weil ich gerade für einen Aufkleber ein Pokémon meiner Freundin zu Matsch verarbeitet habe und das 100 Mal. Und wir können uns endlich dem letzten Stern unserer Trainerkarte widmen und damit den perfekten Spielstand abschließen. Die goldene Trainerkarte. Der vierte Stern auf dem Pass ist sogleich auch unser letzter Roadblock. Das, was mich davon abhält, endlich weiterzuziehen und Feuerrot ruhen zu lassen. Doch was ist für den vierten und letzten Stern notwendig? Ich bete es euch nochmal in Reihenfolge vor. Für den ersten Stern, den grünen Pass, reicht es, die Top 4 zu besiegen. Den zweiten Stern erhaltet ihr, wenn ihr den Kanto-Dex vervollständigt habt. Stern Nummer 3 gibt es dann für den Nationaldex. Damit befindet ihr euch dann auf dem Silberrang. Und den finalen Stern müssen wir uns über Minispiele erspielen. Aber nicht nur irgendwelche Minispiele, nein. Auf Island 2 betreibt der Vater von Irma, dem Mädchen, welches fast von einem Hypno entführt wurde, eine Minispielehalle mit den Tätigkeiten Pokémon-Sprung und Beerenernte mit Dodri. Es könnte sein, dass ihr während dieser Review zwischenzeitlich die Schärfe des Bildes unterschiedlich wahrgenommen habt. Warum ist das so? Für alle Multispieler-Aktivitäten kann ich die Capture-Card in meinem DS, die für ein gestochen scharfes Bild sorgt, nicht nutzen, da dieser keine Anschlüsse für das Linkkabel oder den Wireless-Adapter hat. Dieses Bildmaterial muss ich daher über meine GameCube samt Gameboy Advance Player aufnehmen. Und trotz HDMI-Converter kommt das Bild qualitativ nicht an das des DS ran. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich wollte es nur nochmal erklären, bevor es zu Fragen kommt. Das betrifft natürlich in ganz besonderem Maße die Minispiele, die nun folgen. Wenn das Bild also unscharf ist, ist die GameCube Ursache dafür. Zuallererst. Diese Minispiele sind Multiplayer-only. Wie bei der Bärenmühle auch, müssen sich bei Pokémon Sprung mindestens 2 und bei Bärenernte mit Dodri mindestens 3 Spieler per Wireless-Adapter verbinden. Und ja, ich habe mir extra für dieses Spiel 2 zusätzliche Wireless-Adapter gekauft. Nur wegen des Dodri-Minigames. Ich kann euch wirklich nicht raten, bei den Minispielen mit mehr Leuten anzutreten als unbedingt notwendig. Denn verhaut eine Person einen Sprung oder eine Beere, trifft das alle Teilnehmer. Um den goldenen Trainerpass endlich in Händen halten zu können, muss man als Individuum in den Games 200 Sprünge in Folge absolvieren und 200 Beeren in Folge fangen. Klingt machbar, oder? Bei den Spielen müssen wir mit unseren eigenen Pokémon antreten, sofern diese die Voraussetzung erfüllen.
Bei der Beerenernte ist die Voraussetzung... Na? Genau, Dodri. Es hat sogar ein eigenes cooles Sprite gepixelt bekommen. Ein absolut trivialer, aber cooler Fact ist, dass, sollte man das Glück haben, ein Shiny Dodri zu besitzen, die Grafik des Dodris im Minigame auch Shiny ist. Zu dem Zeitpunkt, an dem ich diese Zeilen schreibe, bin ich noch dabei, nach einem Shiny Dodo zu suchen und hoffe, dass ich es vor der Deadline noch schaffe. Ansonsten zeige ich euch ein Bild aus dem Internet. Ich habe bereits Stunden in die Jagd nach Shiny Dodo gesteckt und konnte es auch schon glitzern hören. Doch leider... Ach, wisst ihr was? Seht selbst. One-Shot tot. Richtig dumm. Shiny Ibitak! Shiny Ibitak! Shiny Ibitak! Wir brauchen es nicht, aber wir... Shiny Ibitak! Shiny Ibitak! No way. Ein zweites Shiny Ibitak. Innerhalb von... 100 Encountern? No way. Das ist so dumm. Nicht dein Ernst. Glaub mir keiner. Muss leise sein. Bin ich alleine. Schon wieder ein Shiny. Schon wieder ein Shiny. Schon wieder ein Habitak. Also Habitak, Evolein. Und schon wieder auf der Feuerrot Safe. Auch hier passt er wieder bei wieder vorzüglich. Okay, ich werde Gen 3 Shiny Hunter. Ich habe eindeutig zu viel Glück mit den Shinies. Tschüss. Doch zurück zur Ernte. Meine romantische Vorstellung war es, dass ich mit zwei Gameboys und meine Freundin mit einem spielt. Also dass ich zwei Dodri steuere und sie einen. Ich hatte mir echt eingebildet, dass ich es schaffen könnte, so 200 Beeren zu fangen. Unmöglich. Alleine? Unmöglicher. Also haben wir unseren ganzen Recording-Kram ins Auto geschmissen und unsere Freunde verpflichtet, mitzuhelfen. Hier sitzen wir gerade an einem Sonntagmorgen nach einem Frühstücksdöner auf der Couch und versuchen die Beeren so gut es möglich ist zu fangen. Es erforderte ein bisschen Übung, aber mit der richtigen Strategie hatten wir das Ding nach 3 Stunden im Kasten. Ausschlaggebend war, dass mein Dodri sämtliche greifbare Beeren abfrühstückt, um meinen Gefangen-Count so schnell es geht auf 200 hochzudrücken, während die anderen beiden ihrerseits versuchten, keine Beere fallen zu lassen. Insgesamt 10 Früchte dürfen auf den Boden fallen, bevor das Spiel als verloren gilt. Klingt erstmal einfach, doch insbesondere ab der 120. Beere werden die Intervalle brutal schnell. Vielen lieben Dank, René, dass du uns da unter die Arme gegriffen hast. Viel, viel, viel schlimmer war der Pokémon-Sprung. Hier dürfen nur Pokémon teilnehmen, die nicht größer als 70 cm sind. Anfangs haben meine Freundin und ich versucht, das Spiel gemeinsam zu schaffen. Dabei handelt es sich im Kern um simples Seilspringen. Doch die niedrige Framerate des Seils in Kombination mit der teilweise wirklich unfairen Erhöhung respektive Verringerung der Geschwindigkeit machen die 200 nahezu unmöglich. Zumindest wenn zwei Personen mehr oder weniger synchron springen müssen, ohne ihre Konzentration zu verlieren. Mehr als 112 Punkte haben wir zusammen nicht geschafft. Wir beschlossen es daher alleine mit jeweils einem Game Boy Advance in jeder Hand zu versuchen. Das lief schon deutlich besser. Immerhin verloren wir da nicht beide, nur weil einer zu spät reagiert hat. Aber wirklich leicht wurde es dennoch nicht. Wir sind so oft über das Seil gesprungen, dass wir die Intervalle, auch wenn sie sich nicht punktgenau ändern, vorhersagen konnten. Zunächst zieht die Geschwindigkeit stetig an. Zwischen 30 und 40 wird das Seil dann wieder langsamer, nur um dann bis 70 an Fahrt aufzunehmen. Ab 110 Punkten verlangsamt sich das Seil wieder. Die gefährlichste Stelle erwartet einen aber ab 160 Punkten. Von da an wird das Seil absolut zufällig, entweder extrem schnell oder todeslangsam. Ich weiß nicht, wie oft ich bei 164 Punkten gescheitert bin, weil die Ranke plötzlich wie eine verfluchte Rakete beschleunigte. Wir haben es dann nochmal im Stream auf Twitch versucht. Das kam dabei rum. Habt ihr das gesehen? Habt ihr den Stutter gesehen? Von diesem Drecks-Kokuna, von diesem scheiß Gameboy, Alter? Fuck off! Fuck off! Ist jetzt wieder normal und gleich kommt ein schneller. Fuck off! Fuck! Fuck die! Dreck! Ah, fuck! Deine Bastardmutter! Warum bist du so? Warum? Warum? Warum bist du so, Spiel? Warum? Ich verstehe es nicht! Warum? Warum? Ich verstehe es nicht! Aufmerksamen Beobachtern wird aufgefallen sein, dass wir die Pokémon durchgewechselt haben.
Der Grund dafür ist, dass ich nach unzähligen Versuchen und 2 Tage später auf YouTube nach einer Videoaufnahme gesucht habe, die die 200 Sprünge zeigt. Ohne Erfolg. Dafür bin ich in der Kommentarsektion eines Videos auf diesen Beitrag gestoßen. Ich übersetze den gesamten Post jetzt nicht. Die Kernaussage ist aber, dass jedes Pokémon einer von 5 Kategorien untergeordnet ist, die bestimmt, wie schnell sie springen können. Und nur Kokuna und Safcon gehören der ersten Kategorie an. Das bedeutet, sie befinden sich am schnellsten in der Luft und landen auch am schnellsten. Absolut essentiell, wenn man mehr als 150 Punkte erreichen möchte. Und so hatte ich zumindest einen Angriffspunkt. Da war eine Person im Internet, die es geschafft hat und genau sagen konnte, warum. Also schnappte ich mir 2 Safcon, machte mir diesen fetzigen Song im Hintergrund an, ja, ich spiele immer noch Vice City, und sprang um mein Leben. Während dieser Versuche ist mir eine weitere Sache aufgefallen, die ihr unbedingt beachten müsst. Aufgrund der Wireless-Technik registriert das Spiel ca. alle 100 Sprünge den R-Knopf nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich deswegen verloren habe und mich aufgeregt habe. Die Lösung ist recht einfach. Anstatt einmal A drückt ihr immer 2-mal schnell hintereinander. So kann es zwar sein, dass euer erster Input nicht gelesen wird, auf jeden Fall aber euer zweiter. Und aufgrund der schnellen Eingabefolge könnt ihr es dadurch trotzdem noch schaffen, über die Ranke zu kommen. Ich habe ja gesagt, dass ich keinen Erfolg bei der Suche nach einem 200er Run hatte, oder? Tja, seht das mit dieser Aufnahme hier als erledigt an. Und das war's. 200 Sprünge, 200 Bären, viel Leid und eine goldene Trainerkarte. 4 Sterne, 3 schwarze Sticker und ein voller Pokédex. Es ist geschafft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Spielstand ist vervollständigt. Ich habe mir zwischenzeitlich noch die Mühe gemacht, möglichst hohe Rekorde für großes Karabon und Karpador aufzustellen. Aktuell sind diese bei 129,5 cm für Karpador und 233,4 cm fürs Karabon. Genau wie beim Trainerturm lade ich euch hier herzlich dazu ein, diesen Rekord zu brechen. Viel Erfolg! Und mit all den Achievements, die wir gesammelt haben, statten wir dem Fanclub in Safronia City noch einen Besuch ab. Wir betreten das Clubhaus und werden überschwänglich von einer Trainerin begrüßt. Unsere Taten haben sich rumgesprochen. Weiter hinten im Haus gibt es noch weitere Fans, die aber anderen Trainern huldigen. Wirklich schöner Touch. Aber wartet. Diese Aufnahme ist entstanden, als ich für die Ruhmes-Datei auf der Suche nach Einträgen war. Als ich mit der goldenen Trainerkarte zurückkehrte, sind aus 3 Fans plötzlich 4 geworden. Nein. Bedeutet das, wir können alle NPCs in diesem Haus von uns überzeugen? Ich google und finde dieses Video, in dem ein Debugging-Tool genutzt wurde. Und tatsächlich, es ist wirklich möglich, alle NPCs hier drin von einem zu überzeugen. Doch wie? Und das Schlimmste, wieso finde ich das erst am Tag der Fertigstellung dieses Skriptes heraus? Verdammt, ich habe keine Zeit mehr. Der Stream-Marathon steht kurz vor der Tür und ich muss noch eine Tonne an Sachen erledigen und stelle jetzt fest, dass der Run noch gar nicht perfekt ist. Im Internet steht, dass Siege gegen andere Spieler die Anzahl der Fans erhöht. Aber das kann nicht sein. Ich habe gegen den Spielstand meiner Freundin 100 Mal gewonnen und trotzdem nur 4 Fans. Was muss ich tun? Habe ich vielleicht zu leicht gewonnen? Muss ich eine bestimmte Anzahl an Pokémon fangen? Panik. Die Uhr tickt. Vielleicht ändert sich die Anzahl der Fans ja auch alle 1500 Schritte zufällig, so wie die wiederkehrenden Items. Fehlanzeige. Ich kämpfe nochmal gegen den Spielstand meiner Freundin, gewinne und kehre zum Fanclub zurück. Siehe da, ein Fan mehr. Aha, so wird ein Schuh draus. Denn nicht die Anzahl der gewonnenen Kämpfe ist relevant. Relevant ist nur, wie oft ich per Link-Kampf mit jemandem verbunden war und gewonnen habe. Sprich, in den Kampfraum zu gehen und denselben Kampf 100 Mal zu wiederholen, ohne die Verbindung zwischendurch zu trennen und wiederherzustellen, zählt für die Fans quasi nur als ein Sieg. Also verbinde und trenne ich unsere Spielstände immer und immer wieder, siege dabei natürlich und kehre aufgrund meiner Paranoia immer wieder zum Club zurück, um zu gucken, ob sich meine Fanzahl erhöht hat. Mit Erfolg. Am Ende haben wir 8 Fans und damit nun wirklich alles gesehen. Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Und das auch noch zum Ende des Runs. Und was bleibt am Ende? Natürlich das Fazit. Dem widmen wir uns aber gleich erst. Vorher möchte ich nochmal über Shinies mit euch sprechen. Theoretisch bin ich euch hier nichts mehr schuldig, nachdem wir 2 Ibitak und ein Habitak gefunden haben und auch explizit gejagt haben. Doch es gibt ein ganz bestimmtes Pokémon, welches ich schon immer in seiner schillernden Form besitzen wollte, aber bisher nie zu Augen bekommen habe. Ihr erinnert euch an das Event auf dem Nabelfels? Dort, wo man Ho-Oh und Lugia fangen kann? Seitdem einige Menschen meine Videos schauen, wird mir oft die Frage gestellt, welches Pokémon denn mein Liebling sei. Und die Antwort ist eigentlich immer Glurak. Doch dann und wann transformieren die Leute die Frage und fragen nach einer spezifischen Kategorie. In diesem Fall, welches ist dein liebstes, legendäres Pokémon?
Und auch da ist meine Antwort absolut klar. Ho-Oh. Seit über 10 Jahren fahre ich mit demselben Ho-Oh-Plüschtier in meinem Auto durch die Gegend. Er ist mein Glücksbringer. Und so hielt ich es für passend, dieses Pokémon als Shiny-Ziel auszuwählen. Diesen Shiny Hunt habe ich ebenfalls gestreamt. Live Shiny Hunts sind so wunderbar gemütlich, weil man während des Huntings kaum nachdenken muss und daher viel mit dem Chat interagieren kann. Ich habe mich auf eine lange Nacht eingestellt. Immerhin stehen die Chancen 1 zu über 8000, dass wir eins sehen. Um das Schicksal zu meinen Gunsten zu beeinflussen, habe ich mit zwei Editionen gleichzeitig gehuntet. Links seht ihr die Aufnahme von der GameCube, rechts die vom DS. Und was denkt ihr, wann Ho-Oh sich dazu entschied, für uns in strahlendem Gold und Silber zu erscheinen? Seht selbst. Natürlich. Oh, oh Gott! No way! Yes! 228 Encounter. Bereits nach 227 Ho-Ohs begegnet uns der legendäre Phönix. Dabei tue ich nicht nur der Challenge für dieses Video Genüge, sondern erfülle mir selbst auch einen jahrelangen schillernden Traum, gefangen in einem grafisch passenden Wiederball. Doch nun die Fragen aller Fragen. Wie nennen wir es? Nun, wer in diesem Video aufgepasst hat und meine Emotionalität zu gewissen Themen verfolgt hat, wird schon längst wissen, wie wir es nennen werden. Herzlich willkommen in der Most Perfect Safestead Familie, Thomas. Unsere Reise findet hier ein Ende. Ich kehre nach all unseren Abenteuern zurück nach Alabastia. Allerdings nicht, ohne vorher über das nachzudenken, was wir während dieses Kolosses eines Spiels erlebt haben und vor allem, wie lange mich dieses Projekt begleitet hat. Von der Wahl des Starters über den ersten erfolgreichen Fangversuch eines Scharnierers. Allein die Hauptstory hat so unfassbar viel zu bieten. Durch die Neuerungen der Remakes können auch Veteranen immer noch Neues entdecken und Kanto in den wunderbaren Farben des Game Boy Advance erleben. Wir haben den Ursprung der wiederkehrenden Items ergründet, die halt absolut sinnfrei sind, aber was soll's. Hintergrundgeschichten zu den Charakteren Kantos offengelegt und die mysteriösen Sebi Islands erforscht. Doch für den perfekten Spielstand mussten wir auch die Grenzen der Feuerrot-Edition sprengen und Abstecher in die Orre- und Höhenregion machen, teilweise sogar in einer uns völlig fremden Sprache. Ich wurde sogar kurzzeitig zu einem Pokémon-Anime-Konsumenten und die R4-Karte als Bonus ermöglichte es uns, durch die Zeit zu reisen. Dabei waren die Trennlinien zwischen Freudensprüngen und blinder Frustrationswut stetig schwimmend. Ich verstehe immer noch nicht, wie zwei Minispiele uns zu einem Goldtrainer auszeichnen, aber sei es drum. 200 Mal durch die nun für mich todlangweilige Top 4 zu laufen, dafür sogar extra das EV-Training zu berücksichtigen und jedes Mal zu glauben, man hätte es geschafft, nur um auf noch eine unbekannte Herausforderung zu stoßen, hat mir seit Jahren endlich mal wieder eine Pokémon-Reise beschert, bei der ich nur anfangs denken konnte, alles zu wissen. Bizarre Neuerungen wie die Ruhmesdatei oder der Fanclub, denen ich vorher nie Beachtung schenkte, sind plötzlich Schlüsselelemente des Worldbuildings geworden. Ach, und ich habe ja sogar noch eine Aufgabe erledigen müssen, von der ich ja kaum berichtete. Per Kampfwander alle Rückkämpfe so lange durchzuführen, bis die jeweiligen Trainer ihren maximalen Level erreicht haben. Doch diese Aufgabe ist meiner langweiliger als die Top 4 und hat neben ein paar trivialen neuen Dialogen keinen nennenswerten Mehrwert für mich erbracht. Wenn ihr mich fragt, welche Erlebnisse mir besonders in Erinnerung geblieben sind, sage ich ganz klar, der Drachenzahn Dragoniers, das Shiny Ho-Oh und natürlich die Geschichte um die japanische GameCube. Ach, und das nahezu perfekte Abra aus der Spielehalle. Perfektes Wesen, fast perfekte DV. Was? Das habe ich nicht erwähnt? Ich habe euch nicht gesagt, warum ich 1500 Abras aus der Spielehalle in Prismana City gezogen habe und warum mein Raichu Surfer kann? Das muss dann wohl bis Smaragd warten, nicht wahr? Pokémon Feuerrot hat mich überrascht. Sehr überrascht. Ihr müsst verstehen, ich habe dieses Spiel wahrscheinlich schon 100 Mal durchgespielt. Doch dieser Run war besonders. Mit weit über 200 Stunden auf der Uhr und nachdem ich quasi jeden Pixel auf links gedreht habe, fühle ich mich hier plötzlich sehr viel heimischer als in jedem meiner Runs zuvor. Und ehrlich gesagt auch heimischer als in Kristall und Gelb. Diese Reise war alles, was ich je von einem Pokémon-Spiel wollte und mehr. 386 Pokémon, 8 Orden. 50 TMs, unzählige Items und Beeren, 8 Fans, ein Living Dex, Rekorde im Trainerturm bei Carpador und Scaraborn, eine volle Ruhmesdatei, das Alphabet in Pokémon-Form, ein Haus voller Puppen, 3 schwarze Sticker, eine goldene Trainerkarte, 2 bis zum Umfallen gespielte Minispiele, Besuche in andere Regionen mit anderen Sprachen, ein Abschluss als TV-Kritiker, ein wunderschönes Ho-Oh und insgesamt locker über 600 Stunden Spielzeit auf alle Editionen verteilt,
zeugen von einer Geschichte, an die ich mich für immer mit Nostalgie, Freude und ein, zwei Tränen, aber vor allem in Demut zurückerinnern werde. In Demut vor euch, die ihr das alles über so viele Wege möglich gemacht habt. Es klingt immer wie eine Floskel, doch ich schwöre euch, ich meine es ernst. Ihr gebt mir wahrlich das Gefühl, dass wir dieses Abenteuer zusammen durchgestanden haben. Eine Crew, die jeder Herausforderung entschlossen entgegentritt und am Ende siegreich vom Platz marschiert. Vielen, vielen Dank für alles. Pokémon Feuerrot ist ein Monument. Ein gepixelter Liebesbrief an längst vergangene Tage. Damals und besonders heute. Die Interaktionsmöglichkeiten, das Worldbuilding und alle Emotionen, die ich mit diesem Meisterwerk verbinde, zwingen mich fast dazu, mich regelmäßig in diese Welt zu flüchten und mich dort sicher und zu Hause zu fühlen. Schnappt eure Pokébälle, eure Mütze und geht raus in die Welt. Dreht jeden Stein auf links und ich weiß, dass ihr eine wunderbare Zeit haben werdet. Mein Name ist Dennis, dies war The Most Perfect Save State Feuerrot und ich bedanke mich aufrichtigst für eure Aufmerksamkeit. In diesem Sinne... Stay with me.